Howdy Leute und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Desperados 3 und wir sind an der Brücke an den Eagle Falls. Wir haben in das Wespennest gestochen und die Brücke gesprengt. Und jetzt müssen wir die Reste aufkehren. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen aufräumen. Wir fahren auf die Tür! Ich würde sagen, wir fangen auch mit. Nein! Das ist schon wieder. Ah! Wo ist er? Wir hätten Dynamit mitnehmen sollen. Wir fangen mit Hector an. Eieiei. Hier kommt niemand rein. Ja, das sagen sie alle. So. Jetzt soll es aber klappen. Das ist, wenn man nach ein paar Tagen mal wieder zurückkommt. So eine Kippe? Dann ist die Steuerung immer so eine Sache. Ach so. Klar. Ich habe Lust auf Kahlschlag. Mit mir wird das nicht passieren. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, jetzt guckt's, hä? Das wäre also auch ein schöner Platz für die Falle. Gerade noch hier? Neue Haus wird gefällig. Schauen wir mal, ob es um die Ecke kommt. Ich bin am Zug. Hallo? Ja, sowas. Ich will noch einen Nachschlag. Wie sieht's denn da vorne aus? Der Poncho schaut sich ja hier mal vor. Genau. Der schaut das Tor an und den Typen da drüben. Oh, ich habe mir die Leiche selber auf den Kopf gehauen. Unglaublich und bin jetzt ausgenockt. Dafür sollst du eigentlich auch ein Achievement geben. Ob das irgendjemand anders geschafft hat? Eieiei. Also was für ein Einstieg heute. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren, sonst wird das nichts mehr. Da oben ist aber schön still. Gut. Na, wir könnten uns natürlich Verstärkung holen. Da hinten ist nämlich frei. Was ist das? Ein Schütze. Ganz genau, amigo. Dann probieren wir es einfach mal aus. Bereit, Bianca. Sie ist bereit. Oh, es müsste gerade so außerhalb der Sichtweite sein. Aber vielleicht lieber noch ein bisschen weiter. Jetzt kommt Bianca. Machen wir es mal hier. Sofort, jetzt machen wir mal Lärm. Schon unser Brei. So, jetzt kommt der. Kein Problem. Bianca ist nichts dabei. Und das war's für ihn. Sehr schön. Ich muss durch. Hier lang, amigo. Ich hab reichlich Platz. Na, ah, Mist. Will ich ja gar nicht. So. Na los, amigo. Schütze, Poncho. Augen auf. Da können wir uns vorbeischleichen, das geht. Dann. Nein. Klarer Falten. Noch. Falle aufstellen. Na also. Alles klar. Ich mach's mit Singstimme. Wer ist da?
So, jetzt kommt der hoffentlich. Hier, hier. Und bam! Was für eine unangenehme Falle. Da bist du. Da drüben? Kein Problem. Ach, Hector. Komm zu, Hector. Bitte hier vorne ablegen. Nein! Eieiei. Nimmt er die andere Leiche auch noch? Wollten wir gar nicht. Dann wird's Zeit für den Poncho. Na los, jetzt kommt die Axt. Ist nichts dabei. Gut. Hier kommt der Postbote. Dann ist hier schon mal Ruhe. Wie sieht's denn hier aus? Erstmal umschauen. Also hier sind einige. Wer ist hier der Verantwortliche? Man kommt hier also wieder schlecht raus. Hier ist ein ganzer Sack voll. Mit Zivilist. Man kann also nicht einfach die Schrote nehmen, was ja eine schöne Option wäre. Hier sind einige. So, wie schauen die sich hier um? Okay. Schauen wir erstmal. Ich glaube, der steht hier ganz einsam und unbewacht. Dann ist das schon mal was für Hector. Hector? Geht klar, amigo. Die Pferde machen mich jedes Mal ein bisschen. Schon unterwegs. Wirr. Ne? Sieht so komisch aus. Weiß auch nicht. Ist das wirklich ein Pferd? Irgendwas stört mich daran. Weiß auch nicht was. Augen, naja. Haarschnitt gefällig. Klar, das gibt einen neuen Haarschnitt. Platz da, ich muss durch. Dann legen wir hier ab. Gut. Jetzt wird's heiß. Bereit, Bianca. Jetzt machen wir mal Lärm. Zeig! Okay, das ging wieder gerade noch gut. Und er läuft auch zuverlässig hier durch die Mitte. Oh, so viel zu dem Thema. Gut. Man sollte den Speicher nicht vergessen. Hm? Also. Holen wir uns. Wie weit kann ich den anlocken? Da muss ich echt ziemlich nah dran sein. Das ist unangenehm. Hm? Also. Da muss er schön hier sein. Dann guckt er gleich um die Ecke und sieht uns gleich. Bin mir nicht so ganz sicher. Okay. Ich hab Lust auf Kahlschlag. Weiß gar nicht, ob der uns sieht. Wir haben ja gerade gespeichert, das probieren wir mal aus. Ja, der wird ja nicht gesehen. Der fällt mir.
Fortschritt gefällig. Und noch einer. So, das war also die wesentlich einfachere Lösung. Dieser preisliche Platz. Was ist denn hier los? Nicht viel. Verstanden. Dann gehen wir hier mal weiter vor. Weiß gar nicht. Brauchen wir die anderen überhaupt? Ach so. Oder kann das Hector allein? Ah. One Man Army. Ich habe gar nicht geschaut, ob es vielleicht Munition für ihn gibt. Vorhin sah ich irgendwo Kisten. Weiß aber nicht mehr. Ich hab Lust auf Karlschlag. Ich bin am Zug. Ja, ja, eben, der Zug ist da drüben. Ich glaube, den anderen hätten wir auch noch holen können. Der sieht hier nicht drüber, so wie es ausschaut, aber ich könnte mich natürlich irren. Man weiß es immer nicht so genau. Hm? Alles klar. Genau, also hier ein bisschen vorbeischleuchen. Speichern wir einfach mal, hm, bevor es schief geht. Neuer Haarschnitt gefällig. Los geht's. Was ist das? Zweifellos ist einer der Arbeiter schuld. Gut. Ging nochmal gut. Ich den ganzen Tag machen. Also, der ist gefährlich. Aber hier ist jetzt unten aufgeräumt, deswegen können wir hier vor. Erstmal die zwei aufräumen. Ist natürlich fies, dem Pferd da die Leichen ins Stroh zu stecken. Hm. Hallo, amigo. Kann ich eigentlich nicht gutheißen. Naja, also der Speedrunner bin ich eindeutig mal nicht. Ah, gucken wir mal, ob da vorne irgendeiner steht. Ich sehe jetzt zumindest keinen. Hat sich erledigt. So, eins. Ich hab Lust auf zwei. Das krieg ich hin. Wieder einer weniger. Komm zu Hector. Ja. So. Das sieht doch jetzt schon sehr gut aus, würde ich mal sagen. Hier unten sind die anderen drei. Ansonsten ist hier gut aufgeräumt. Alles leer, soweit ich das sehe. Wir haben jetzt also hier noch die Typen. Und die sollten wir eigentlich umschießen, würde ich mal sagen. Also Hector. Hector kommt dann mit der Axt. Für den hier. Schön cool bleiben. Ist einer der Arbeiter schuld. Dann wart ihr mal. Bin dich hier. Ich justiere besser nach. Dann holen wir mal alle. Auf geht's. Was ist mit der Hoffnung? Ja, hat ja meine Ohren klingeln. Und wer wird das? Oh, McCoy. Gut, in Ordnung. McCoy, mach dich mal bereit. Sieh mal einer an, wer schon da ist. Keine Ahnung, wie ich so schnell hergekommen bin.
keine Einwände. So. Zweifellos ist einer der Arbeiter schuld. Was gibt's? Okay. Dann hierher. Das reicht. Wir fahren zurück nach Köln. Und Kate kommt auch noch. Riskieren wir einen Blick. Kate geht mal hier hin. Das ist inakzeptabel. Dann speiern wir. Hector geht ein Stückchen vor. Zeit, wenn du es bist. Hector. Junge, das ist gar nicht gut. Hector geht mal hierher. Ah, der Tag wird mit jeder Minute besser. Nur keine Sorge. Dauert nicht lang. Und dann halten wir das Ganze mal an. In Ordnung. Plan B. Dann schießt sie erstmal mit der Pistole. Ah, okay. Muss man aufpassen, die stehen alle doof. Wer ist hier der Verantwortliche? Verdammt, ich werde das nicht aufholen. Davon wird die Company erfahren. Also, dann schauen wir mal, ob es so geht. In Ordnung, Plan B. Sie schießt auf den. Dann mal schön den Kopf runter. Die alte und die neue. Kein Problem. Der schießt auf die den. Kugel ist für dich. Und auf den. Ich hoffe, der kommt hier eigentlich durch. Wir wissen es nicht. Da steht noch ein Böser. McCoy. Hände ruhig. Das kostet aber. Bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht sollte ich hier mit dem Connor noch ein bisschen woanders hingehen. Weiß nicht, ob der hier durchschießen kann. Ansonsten müsste ich ihn da drüben irgendwo aufstellen, vielleicht. Auf jeden Fall will ich den Zivilisten nicht treffen. Und Hector greift dann mit der Axt an. Schon unterwegs. So. Wir haben ja gespeichert, wenn nicht, schauen wir mal. Ausführen. Tja. Das war doch eine schöne Ausführung. Heute fährt nicht von allein um. Auf geht's. Genau, der kann schon mal hier hinlaufen. Genug Zeit vertrödelt. Kate läuft auch hierher. Scheiße, ganz schön groß hier. Hector, du musst noch ein bisschen aufräumen. Ist nichts dabei. Aller Welt? Hier kommt der Postbote. Los geht's. Ah. Kein Problem. Noch würde ich mir keine Sorgen. McCoy. Verstanden. Was Wärmeres anziehen sollen. Geht klar. Machen wir keine halben Sachen. Das ging doch gut, würde ich mal sagen. Hm? Bin unterwegs. Na, das riecht nach Terror. Na, laufen Sie alle. Am Morgen. Klare Sache. McCoy. Cooper meine ich. Ich bin ganz Ohr. Hier, McCoy. Nicht stehen bleiben. Ich bin ganz Ohr, Darling. Kate, auch hinzu. Allein gegen alle. Ah, genau zur rechten Zeit. Und Hector, einsteigen bitte. Alle auf den Zug. Los geht's. Oh, das wäre noch schön gewesen, wenn man gesehen hätte, wie der Zug losfährt. Ja, das war jetzt schon ein bisschen aufwendiger, die Mission. Da muss er auch jetzt lange drüber nachdenken, was wir überhaupt gemacht haben. Fortsetzen.
Sie sicher? Absolut. Ich bin noch nicht fertig mit DeWitt. Vielleicht bleiben Sie besser auf Ihrer Ranch. Und ich würde es besser finden, wenn Sie mir zeigen, was Sie haben. Wenn Sie darauf bestehen? Verdammt. Nicht mein Glückstag, wie es scheint. Noch eine Runde? Ich glaube, ich habe genug. Ich hatte Sie gewarnt. Er ist ein verdammter Schummler. Als ob ich gegen dich schummeln müsste. Oh, endlich. Glaub mir, das Warten lohnt sich. Also, was ist mit dem Zug? Wir lassen ihn stehen. Wir brauchen ihn nicht, um nach New Orleans zu kommen. Was gibt es denn in New Orleans? Nur ein altes Kopfgeld, das ich einsacken möchte. Frank, die Visage kenne ich. Arbeitet jetzt für die DeWitt Company. Hey, zeigen Sie mal. Das ist ein altes Bild. Wie lange sind Sie schon hinter ihm her? Lange genug. In New Orleans werde ich es zu Ende bringen. Wir haben wohl alle unser Päckchen zu tragen. Hector, das schmeckt fantastisch. Ja, habe ich doch gesagt. Ein bisschen salzig, finde ich. Nein, da fehlt definitiv noch Salz. Nun, Kelt, dann ist für uns beide wohl mehr übrig. Oh, ich habe nicht gesagt, dass ich nichts mehr möchte. Es ist nur nicht richtig gewürzt. Okay, aber McCoy. Ja. Besorgt das Dynamit aus dem Steinbruch haben wir gemacht. Mit der Schießanlage gleichzeitig. Hätten wir nochmal Dynamit holen können? Keine Ahnung. Keine Schusswaffen ist natürlich so eine Sache. Töte 5 Wachen beim Zerstören der Brücke. Okay. Speedrun in 13 Minuten 20. Naja. Okay, die rollenden Holzstämme hat er anerkannt. Und die Explosion im Steinbruch mit 3 Wachen auf einmal haben wir. Dann schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze abgelaufen ist. Wir haben hier hinten angefangen, in der Ecke. Und erstmal überlegt, wie wir hier rauskommen. Ah, mit Messer und Spritze und einer Tasche. Wurde der erste Weg geöffnet. Ja, er springt ja manchmal so. Schade, das haben wir nicht gesehen, den Messereinsatz. Dann ging es hier rüber. Jetzt ist Kate hinterhergekommen. Da mussten wir über die Brücke drüber. Ah, da haben wir jetzt ein paar Spielstände verloren hier. Da sind wir schon bei 7 mal laden. Ich glaube, hier war so die erste Runde vorbei. Dann haben wir erstmal in dem Bereich aufgeräumt. Da hat Kate auch kräftig mitgeholfen. Mit Anlocken. Echt ganz praktisch. So, und dann sind wir erstmal hier unten lang. Das war auch eine lange Überlegung, wie wir die hier aufbringen können. Da haben wir schon 19 Mal neu geladen. Eieieiei. Der Typ, der da hin und her gelaufen ist, der war anstrengend. Und dann hier unten der hier. Aber jetzt ist er endlich gefallen. Die auf der Brücke waren dann ganz schnell fertig. Ja, die neue Session angefangen. Da war ja noch nicht so ganz klar, gehen wir jetzt oben rum oder unten, wem machen wir's? Hab mich dann für die Mitte entschieden. Dann den Zug freigeräumt. Das ging eigentlich ganz gut. Na, ja, Cooper führt hier mit 25 zu 13. Dann kam der Innenhof hier dran. Beim Sägewerk gab es ein paar Probleme. Aber die konnten wir zum Glück dann alle noch lösen.
Kate hat kräftig geholfen mit der Säge. Oh, da haben wir wieder ein paar Spielstände verloren hier. Dann ging es unter dem Sägewerk weiter. Da war das dann hier mit den Holzstämmen auch. Mit viel mit der Tasche gearbeitet und heranlocken. So. Dann war hier unten alles sauber. Richtung Schießplatz. Das war ja auch eine Mods-Aktion hier mit einmal so rum, einmal hier rum. Musste genau getimt werden und mit dem Parfümeinsatz, weil der eine Typ da in der Mitte immer so viel gesehen hat. 4 Spielstände neunmal geladen. Eieiei. Und da waren sie endlich alle erledigt. Das ging dann relativ gut. Nur diese Typen, die da im Kreis gelaufen sind, war ja auch so eine Sache, ne? Bis das mal gepasst hat, dass sie alle in die richtige Richtung geschaut haben. Ja. Dann ging es nach oben weiter. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir die alle weggebracht haben. Ah, das war eine schöne Stelle. Und dann ging es in den Steinbruch. Das hier war ja noch in Ordnung. Aber die Typen hier, eieieiei, haben wir doch ein bisschen puzzeln müssen und einige mal neu laden. Es muss doch genau getimt werden, dass man hier die Leiche richtig entsorgen konnte, dass die einen hier nicht gesehen haben. Da war das dann relativ einfach. Ah gut, hier habe ich auch dreimal laden müssen, weil der eine da mal was gesehen hat. Ja, und dann den noch erledigt. Und Dynamit holen. An der Brücke anbringen. Und sprengen. Jetzt sind neue Feinde aufgetaucht. Das hat jetzt vorhin erstmal Probleme gegeben. Aber das ging ja hier ganz gut. Also Hector. One-Man-Army. Aber ich glaube, Cooper ist on fire. Mit 69 Kills. Da kommen lauter Äxte zum Einsatz. War eine neue Session. Hat er irgendwie den Spielstand verloren hier. Zap. Jo, das war's. 71 Kills, 31, 9 und 15. Very nice. Cooper. 60 mal das Messer, 4 mal die Münze, 5 mal Pistole und 7 mal Wurfmesser. Das haben wir jetzt relativ wenig eingesetzt. Kate war auch gut mit dem Weglocken, 9 mal, 4 mal den Stiefel genommen, 26 mal angelabert, Parfüm 3 mal, 2 mal die Pistole. Der Doc hat mit seiner Spritze 20 mal hantiert, 17 mal seine Tasche eingesetzt, 6 mal Scharfschützenpistole. Dann haben wir betäubt, haben wir 4-mal, einmal haben wir das Gas genommen. Und die Axt wurde 12-mal eingesetzt vom Hector. Ja, und er hat auch sich selber es geschafft, sich selbst mit der Leiche zu stunnen. Juhu. 3-mal gepfiffen, 4-mal haben wir Bianca eingesetzt. Ich habe für die ganze Mission 4 Stunden 19 gebraucht. Uiuiui. 115 mal gespeichert, 48 mal neu geladen. Naja.
121 von 626 Feinden habe ich erledigt. Irgendwo sind mir noch 5 abhanden gekommen. Weiß gar nicht, wo die sind. So. Ich habe keine Zivilisten erledigt. Sehr schön. Und einmal wird eine Leiche entdeckt. Damit kann ich leben. Damit ist Eagle Falls erledigt. Und es geht im Kapitel 2 weiter. Aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle doch lieber ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal.